Du siehst schon, ich grinse über mein ganzes Gesicht, meine Energie ist sehr erhöht. Von meinem ganzen körperlichen und geistigen Gefühl her bin ich sehr klar präsent im Hier und Jetzt. Das ist die Übung, die wir jetzt gleich miteinander machen werden. Ich zeige sie dir vor, du machst es bitte sehr nach, weil ohne dass du es erlebst, kannst du es nicht erfahren, nicht fühlen, nicht wahrnehmen. Was jetzt gerade getan wird, ist eine sehr schöne Aussage, habe ich mal irgendwo gelesen. Ich kenne den Verfasser nicht, unbekannt. 1 Gramm Praxis hat mehr Gewicht als 1 Tonne Theorie. Das ist eine super schöne Aussage. 1 Gramm Praxis hat mehr Gewicht als 1 Tonne Theorie. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen in die Praxis einsteigen. Eine Übung, die ist von mir kreiert worden mit 3 Schritten. Aloja, nenne ich sie, und führt dich unweigerlich sofort in Glückshormonausschüttung. A für Atmung, bewusst in den Bauch atmen, tief. Das werden wir jetzt dann tun. Lo beim Ausatmen für Loslassen und ebenfalls mit einem Ja begleitend beim Ausatmen. Das tun wir jetzt in 3 Schritten. Was passiert daraus? Deine Energie wird erhöht, deine Präsenz wird geschärft, dein Geist kann nicht mehr herumtanzen, weil du dich konzentrierst und du bist in der höchsten aktuellen Aufmerksamkeitsspanne. Das ist das Wesentliche und dein Gehirn hat dann unweigerlich Glückshormonproduktion in Anregung gebracht. In deinem ganzen Körpersystem wirst du das fühlen jetzt dann. Deshalb stell dich hin oder setz dich, aber beide Füße auf den Boden. Verwurzelt mit Mutter Erde wie eine 100-jährige alte Eiche. Stell dir das mal vor, schließ deine Augen, wir beginnen die Übung sehr zügig. Das muss nicht lange dauern. Es geht darum, dass du es im Alltag überall jederzeit sofort anwenden kannst und später auch im Geburtszimmer. Das ist eine Grundlagenübung, darauf bauen wir auch auf im sanften Geburtstraining und werden dann ungefähr 30 verschiedene Auslöser damit verknüpfen. Das ist die Magie, diese Verknüpfung. Das als Grundlage jetzt, schließ deine Augen bitte sehr. Atme ein in den Bauch, fühl, dass du dort deine Atmung hast. Atme hörbar ein bisschen tiefer, atme aus und sag dann innerlich oder laut ja. Am besten du sagst es wie ein Seufzen. Nächster Atemzug einatmen, loslassen. Spür, wie dein Körper beim Ausatmen loslässt und ja. Du entspannst deine Gesichtszüge. Du gibst mal einen richtigen tiefen Ja-Seufzer da rein beim Loslassen und Ausatmen mit einem ja. Das machen wir 10 Mal. Kommt, ihr Lieben, alle, die jetzt hier dabei sind, gib dir einen Ruck, mach mit. Es wird sich super anfühlen danach. Ausatmen, loslassen. Ja, mach das nochmal. Du hast ein Kind unter deinem Herzen, du bist schwanger, juble. Fühl diese Dankbarkeit mit einem Ja. Und lass los. All dieser Stress darf abgehen jetzt. Mutter Erde nimmt es dankbar auf. Nochmal 5 Mal ein. Ja, loslassen. Du darfst auch ruhig schmunzeln dazu, dass du jetzt mitmachst, spürbar, präsenter bist. Und ja, nochmal 2 Mal einatmen. Komm. Einatmen. Gewahrsam sein. Loslassen. Ja. Und ein letztes Mal tief atmen. Dein Bauch geht nach außen. Spür deine Kraft in dir, diese Energie. Lass los beim Ausatmen, lass alles abfließen mit einem Ja. Cool. Und dann öffnest du deine Augen, bist wieder präsent im Hier und im Jetzt. Und diese Übung kannst du überall, jederzeit integrieren, sofort, um ganz präsent zu sein, Energie zu erhöhen. Und ich weiß nicht, wie es dir ergeht jetzt, ich selber. Manchmal ist es einem fast ein bisschen mulmig, wenn du da wirklich so mitgemacht hast, ein bisschen schwindlig, so meine ich mit mulmig. Und weil du hast viel sauerstoffreiches Blut jetzt erzeugt und du hast Glückshormone am Band ausgeschüttet und das geht logischerweise auch zu deinem Kind. Also manchmal ist man ein bisschen high, wie geflasht. Und wenn das bei dir auch der Fall sein würde, das legt sich mit der Übungszeit. Fühlst du dich gut? Hast du deine Präsenz wahrgenommen? Bist du klarer im Hier und Jetzt gewesen? Was auch immer für positive Eigenschaften. Wir werden das noch verknüpfen jetzt dann mit Pico Pico und dann wirst du
eine wundersame Strategie kennen, um sofort im Hier und Jetzt alles aus deiner Mitte souverän zu gestalten.